Hallihallo, ihr lieben Camperinnen und Camper aus dem schönen Münsterland. Der Camper Tobi ist gelandet, da wo er noch nicht vorher war. Das ist ja fast schon beschämend. Ich bin in Dülmen. Auch bekannt hier nicht nur Dülmen für die Stadt der Wildpferde. Richtig. Oder allgemein das Münsterland. Ja. Ihr hört schon, ich habe im Hintergrund auch einen Gesprächspartner. Ich bin hier bei Reisemobile Dülmen an einem wunderschönen Morgen und wir nutzen die Ruhe. Bis auf die Hauptstraße ist es hier noch ruhig, weil die Geschäfte jetzt erst aufsperren. Gleich mal der Hinweis, bevor ich mit dir jetzt spreche. Hier darf man momentan nach Terminvereinbarung Das ist richtig. Sein. Wir haben offiziell geöffnet und verkaufen auch in der Ausstellung. Bloß wir bitten halt alle Kunden, sich vorher einen Termin mit uns zu vereinbaren, dass wir das Ganze dementsprechend auch für uns planen können, dass sich jeder Verkäufer auf den Kunden einstellen kann und sich auch Zeit nehmen kann. Und das ist die Stimme bzw. der Mensch hinter der Stimme. Mein Name ist Eugen Bolthoff, genau. Ich bin hier bei uns im Verkauf tätig und stehe euch mit Rat und Tat alles rund ums Reisemobil gerne zur Verfügung. Super, vielen Dank. Reisemobile Dülmen, danke, dass ihr mich angeschrieben habt. Freut wir freuen uns. Weil erstens fahre ich gern in die Region. Da bin ich wirklich fast schon zu Hause. Naturpott Borkenberge fällt mir gleich mal ein. Da war ich schon campen letztes Jahr, als es gerade möglich war. Ja. Das verbindet sich hier. Es ist wirklich eine tolle Gegend. Und ich freue mich jetzt, wenn wir uns bald alle da draußen wieder sehen, auf den Stellplätzen. Wir hoffen auch, dass wir auch bei Thomas wieder in den Borkenbergen wieder auf den Stellplatz können, ja, in den Natursee. Das, ja, ist halt herrlich bei ihm. Nur empfehlenswert. Ein kleiner Seitenhieb, der ist jetzt gestattet. Reisemobile Dülmen. Das ist ein toller Laden. Ich bin seit gestern hier, habe mir das mal alles angeguckt. Ihr habt wie viele Marken im Programm? Wir haben 7 Marken im Programm. Okay. Das heißt, bei uns geht's los beim Kastenwagen von Rimor, Moveo, Sun Living. Dann haben wir die teilintegrierten, vollintegrierten von Hobby, Mobil Wetter, ja, und dann noch unsere kleinen Lifestyle-Camper, einmal als Strandcamper und als Offroad-Camper, halt den Steel Drop und den X-Line-Camper. Genau, die stehen auch in der Ausstellung, dann werden, genau, wir einen kurzen Blick drauf werfen. Genau. Was wir jetzt machen, ist eine kleine Betriebsführung, genau, vorab, genau, mal. Ja. Dann gibt es noch ein ganz tolles Fahrzeug, wartet da drauf im nächsten Video, eine Roomtour von einem echt schönen Liner, sage ich schon fast. Das wollte ich genau gerade sagen. Und dann haben wir natürlich noch Kabel bei uns im Programm als Ober-Premium-Marke, ja, genau, wo man sieht einfach, wie wertig so ein Fahrzeug auch wirklich sein kann. Da habe ich ja immer Bock drauf. Kabelfilme, das wissen auch die Jungs von Kabel. Ich bin immer der Erste, der vor Beginn des Caravan-Salons schon am Stand steht. Was mir gleich mal auffällt an der Einfahrt. Ihr denkt mit, ihr habt hier schon mal eine schöne Ladedose oder beziehungsweise 2 Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge. Das ist richtig. Wir haben, die Halle ist komplett mit Photovoltaiktechnik ausgestattet. Das heißt, wir produzieren unseren Eigenstrom und bieten auch die Möglichkeit zum Laden der E-Fahrzeuge, ja, hier bei uns am Haus an. Das ist ja Nachhaltigkeit und das ist das Wichtigste. Das ist noch was, das ich sehe auch alles mit LED. Alles, alles auf LED-Technik. Wir möchten halt auch dementsprechend unser Umweltbewusstsein damit auch generieren, dass, ja, wir sagen, wir nutzen unseren eigenen Strom. Wir haben alles auf LED-Technik, alles auf Energiespar ausgelegt, dass man sagt, der Umweltfaktor kommt uns auch noch zugute. Prima, genauso soll es nämlich sein. Du, ich sehe da im Hintergrund was, der steht zwar nochmal in der Ausstellung. Der ist auch ganz flammneu reingekommen, das ist unser Travel Master Classic, ja, auf Fiat-Basis. Der ist gestern erst geliefert worden und deshalb steht er auch noch hier mit den Schonbezügen in Plastik drüber. Das heißt, der Wagen ist wirklich tagesaktuell gekommen. Könnt ihr hier schon angucken? Kann man sich hier schon besichtigen, natürlich. Steht ja nicht an jeder Ecke, muss man jetzt auch mal sagen. Nein. Ist ja nicht jetzt ein Produkt, das sich jeder kauft. Kabe ist halt mehr bekannt im deutschsprachigen Raum für die Wohnwagen. Und jeder Kabe-Fahrer, der Wohnwagen fährt, möchte ihn auch nicht missen. Und wir bieten jetzt auch noch das Pendant mit dem Reisemobil an. Ich schwenke schon weiter, du merkst es. Ja. Moveo. Da werden wir mit Sicherheit einmal die nächsten Monate das eine oder andere Special machen, Auto vorstellen und so weiter. Gerne. Der Moveo-Kastenwagen ist, was Preis-Leistung angeht, eigentlich ein Fahrzeug, was keine Wünsche offen lässt. Ja. Und man sieht es auch bei uns, wir haben Kastenwagen von links nach rechts vollgestellt. Das heißt, wir haben eigentlich von 5,40 Meter über 6 Meter, 6,36 Meter haben wir nahezu jeden Grundriss da in jeder Baulänge. Hier ist echt ordentlich was lagern. Hier steht jetzt nicht nur die Frontreihe, da geht es nochmal 2 Reihen nach hinten. Hinterm Haus ist dann natürlich Technik-Service, da seid ihr gut aufgestellt. Für alle Marken darf da jeder sich anmelden, der ein Einbau, Umbau oder sonst was? Wir bieten das komplett für alle Marken an, das heißt nicht nur für unsere Hausmarken. Wir bedienen auch gerne Fremdkunden, wie wir schön sagen, sind aber nur beim ersten Mal Fremdkunde. Ja. Danach sind es meistens bei uns Stammkunden und wir bieten alles an Erweiterung, Reparatur, Servicemaßnahmen bei uns an. Wir, ja, haben hinten auf 1800 Quadratmetern eine Werkstatt mit 12 Arbeitsplätzen, wo 15, super, Mitarbeiter, sage ich mal, von, ja, 8.30 Uhr bis 17 Uhr bei uns wirklich mit Rat und Tat, ja, an den Fahrzeugen. Ja, habe ich gestern gemerkt, richtig fleißig.
wie es halt momentan aber auch ist in der Branche. Alle scharren mit den Hufen. Ich wandle mal so ein bisschen weiter. Sonst gerne, ich folge dir einfach, genau. Die Herrschaften, dass ich wieder Standbilder zeige, das wollen wir natürlich nicht. Der Sascha war auch schon da, mein lieber Freund. Sascha war auch schon da. Er hat bei uns schon ein Kabel vorgestellt und wir haben noch ein, zwei andere Videos mit ihm gemacht. Ja. Und wie gesagt, bei uns. Die sind auch schon raus. Die verlinke ich auch an der Stelle, weil sehr wir gut. haben keine Konkurrenz untereinander. Er hat auch den Travel Master gehabt, das ist dann der auf Mercedes gewesen. Ja? Der hatte den Royal, das ist der Klassik auf dem Fiat und Sascha hat den haben wir drinstehen, kann ich euch gleich auch noch mal kurz zeigen. Den Royal haben wir drinstehen auf dem Sprinter Fahrgestell. Was ich jetzt schon mal richtig cool finde, du kannst hier reinfahren. Du kannst hier als Kunde parken. Das ist oft nicht so einfach. Da parkst du schon zwei Querstraßen weiter, weil alles überfüllt ist. Hier ist zwar auch einiges los, ihr habt auch noch Verkaufsware am Platz. Ja. Also ihr könnt jetzt wir, liefern. Genau, wir haben einfach immer das Prinzip, bei uns ist Ware immer ständig auf dem Hof da. Wir haben zwischen 150 und 200 Fahrzeuge immer lagernd hier. Und vom Kastenwagen, wie gesagt, bis zum vollintegrierten wow. haben wir alles da, wo sich der Kunde dann dementsprechend einfach ein eigenes Bild verschaffen kann. Möchte ich einen 6 Meter 36 ja. Kasten haben, möchte ich einen 6 Meter 70 teilintegrierten haben oder möchte ich halt einen 9 Meter vollintegrierten haben. Ja, siehst du schon, farblich stehen sie hier. Auch da ist die große Auswahl von 5,40 Meter bis 6,36 Meter, wie du sagst. Und auch eben bei den teilintegrierten Alkoven, da ist echt ordentlich noch ja, was wir, erhältlich. Wir haben von den Alkovenmodellen als Familiengrundriss bis zu dem reinen Zwei-Personen-Wagen auf 6,70 Meter zum Beispiel als teilintegrierten haben wir alles da. Ja. Wo bummeln wir denn hin? Wollen wir erst nochmal Richtung Service hin? Wir können einmal Richtung Service gehen, genau. Wir haben hinten bei uns einmal die zwei Verkaufshallen, einmal teilintegrierte, vollintegrierte, die Kastenwagenhalle und hinten angeschlossen ist bei uns die Serviceannahme, ja. wo wir dann das Ganze auf zwei Hallen aufgeteilt haben. Einmal auf der Frontseite mit den zwei Rolltoren und dasselbe gespiegelt auf der Rückseite ja. nochmal. Natürlich gehen wir nachher in die Ausstellung. Das ist ganz klar. Wir werden jetzt da gleich reinbummeln. Wir sind nämlich schon wieder bei 7 Minuten. Guckst du mal. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Also da wisst ihr, wenn ihr herkommt, da hinten ist natürlich noch Lagerplatz angesiedelt. Hier wird auch immer gebaut, umgebaut, dazugebaut. Die Kapazitäten genau sind bei uns noch nicht erschöpft. Das heißt, wir können noch erweitern. Wir haben hinter der Halle rückwärtig denselben Platz sozusagen gespiegelt. Ja. Da stehen dann unsere verkauften Fahrzeuge, weil bei uns ist es strikt so, die verkauften Fahrzeuge werden aus der Ausstellung rausgenommen, dass sie wirklich nur noch von uns Mitarbeitern betreten werden, sind dann für den öffentlichen Kundenverkehr komplett abgeschlossen. Ist ja richtig so. Weil letztendlich, ob ich jetzt 10 oder 50.000 oder 100.000 ausgebe, ich mag es ja. halt nicht, wenn ein Fremder dann durch mein Fahrzeug klettert. Ja, vernünftig. Und deshalb sind bei uns dann die Fahrzeuge, wir haben jetzt alle rausgefahren, sonst liegen auch immer Verkaufsschilder drin, ja. mit der Bitte, sich einfach ans Verkaufspersonal zu wenden. Ganz ein wichtiger Punkt, da habt bitte auch Verständnis, ist, wenn ihr kommt. Man kann sich ja immer melden. Man darf nicht davon ausgehen, dass hier alles offen ist. Das sind ja auch Werte dastehen. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Und leider haben wir auch schwarze Schafe dabei, die plaudern mal was. So ist es. Bei uns sind die Fahrzeuge draußen in der Ausstellung generell abgeschlossen. Die werden nach Bedarf gerne immer aufgeschlossen vom Verkaufsberater. In der Ausstellung haben wir jeden Grundriss in der Regel vertreten, der dann auch geöffnet, beleuchtet ist und also schon wirklich richtig. Ausgestattet ist für die Ausstellung. Sehr vernünftig. Und an diesem Punkt würde ich einfach sagen, wir machen einen kurzen Cut. Da gibt es eine schöne Blende und wir tauchen jetzt dann wie von Geisterhand drin in der Ausstellung wieder auf. Das hört sich wunderbar an. Klasse. Gehen wir rein. Danke für die kurze Einführung im Außenbereich bei Reisemobile Dülmen. Servus, bitteschön. Bis gleich. Wir haben uns gerade spontan dafür entschieden, hier diese schöne Eingangssituation nochmal einzufangen. Bevor wir jetzt drin weitermachen, gehen wir miteinander rein. Das ist der Eingang. Nicht zu übersehen, steht ja auch drüber. Eingang steht drüber. Wir haben schön unsere Palmen, weil wir haben die Philosophie, wir verkaufen halt Erholung und Freizeit. Und warum soll es nicht im Eingangsbereich schon losgehen? Jetzt haben wir dann natürlich noch April und zwar ein ziemlich verrücktes Aprilwetter dieses Jahr. Noch schlimmer als die letzten Jahre. Aber die kommen immer wieder, gell? Die sind ja schon richtig alt. Ja, das sind winterfeste Palmen, die kommen immer wieder. Das heißt, oben sieht man auch schon die ersten Triebe, die wieder raussprießen. Sehr cool. Öffnungszeiten, das seht ihr alles im Netz. Guckt mal rein. Danke, danke. Und hier geht es gleich mit den Palmen weiter. Das sind natürlich jetzt etwas andere, aber herrlich schön. Dahinter ist schon richtig Campingatmosphäre. Da haben wir die Lifestyle-Camper. Da müssen wir, oder da will ich jetzt unbedingt kurz einen Blick drauf werfen. Gerne, schau es dir an. Wir haben halt einmal unseren Steel-Drop mit der Edelstahl, in dem Edelstahl-Design, im Retro-Look, wirklich als Tier-Drop. Ja. Und das Pendant dazu rechts daneben einmal der schwarz-matte X-Line-Camper, der wirklich für den Offroad-Einsatz konzipiert und gebaut ist. Das ist, liebe Leute da draußen, was ganz was Hochwertiges. Es ist ja ein Hype, es ist ja ein Boom entstanden, ob das jetzt die Schlafdächer sind, Schlafhubdächer sind oder eben auch die kleinen süßen Wohnwägelchen. Das ist es. Hier ist einfach die Prämisse. Hier ist wieder der Ursprung des Campen steht hier wieder im Vordergrund. Wir haben einfach eine Schlafkabine ja. mit einer offenen Außenküche.
Den Rest vom Alltag verbringt man aktiv draußen und geht seinen Aktivitäten nach. Die gibt es auch nicht an jeder Ecke, gell? Das ist Nein. schon was Besonderes. Nein. Das ist alles Manufakturarbeit. Manufaktur, die werden von Hand gebaut. Wir haben hier ein komplettes Bedienpanel. Wir haben hier einen eigenen Frischwassertank mit 50 Litern. Wir haben eine eingebaute Batterie. Das heißt, das Fahrzeug kann auch autark betrieben werden. Ja. Als Sonderoption haben wir noch Markisen, Vorzelte, genau. Küchenzelte. Du kannst ja sogar noch mal mit dem Schlafdach, glaube ich, draufgehen. Genau. Oder? Man könnte auch noch mit dem Dachzelt oben draufgehen, dass man sagen kann, man kann auch mit 4 Personen verreisen. Ja, und das ist halt alles wirklich hübsch gemacht. Guckt euch mal die Verarbeitung hier in den Ecken an. Ich finde ja auch persönlich diesen Pulverbeschichteten mega cool, weil du siehst, der heicht nicht jeden Schmutz oder Kratzer. Das Besondere hier dran, das ist eine Line-X-Beschichtung, die aus Amerika kommt. Das heißt, diese Beschichtung ist komplett stoßkratzfest. Das heißt, damit kann ich wirklich, wenn ich das passende Zuchtfahrzeug habe, wirklich in den groben Offroad-Einsatz gehen. Ja, ja. Wir haben hier eine Bodenfreiheit von 55 Zentimetern. Das heißt, überall, wo mein Zuchtfahrzeug durchkommt, ziehe ich den hinterher. Der ist wirklich dafür konzipiert. Ja, genau. Und notfalls kannst du den wie einen Einkaufswagen auch nochmal vor Ort manövrieren, abhängen, rumdrehen. Man kann ihn alleine, wie du sagst, man kann ihn alleine rangieren, man kann ihn in eine normale Standardgarage reinschieben, wenn man ihn mal nicht draußen stehen lassen will. Das funktioniert alles tadellos. Und du kannst auch richtig lang sein. Also lang heißt so 2 Meter wie der Tobi. Ja, wir haben hier ein französisches Bettmaß von 1,40 auf 2 Meter. Ja. Haben wir deshalb gewählt, falls einem die Matratzen zu weich oder zu hart sind, kann man sich in jedem beliebigen Matratzenladen die Matratze austauschen und hat keine Probleme mit irgendwelchen Sondermaßen. Wo geht es da preislich ungefähr los? Ich habe da jetzt gar keine Ahnung. Beim X-Line geht es los bei 14.900 Euro und dann halt plus die Sonderausstattung, ja, die man hat. Kannst du aber auch mit einem Schickimicki einen für 25 greifen. 25 ist dann schon, sag ich mal, das Limit aller guten Gefühle. Ja. Da müsste man wirklich schon mit Solar, mit Standheizung, mit allem. Nur, dass man mal die Range aufzeigt. 25 ist, sag ich mal, da ist die Luft raus, aber im Schnitt zwischen gut ausgestattet, zwischen 16 und 18.000. Ich habe so mal grob drüber geschaut vorhin über die Auszeichnung. Das ist jetzt eigentlich schon eine Vorbereitung für ein Schlafdach oder für sonstiges Equipment, was du da drauf hast. Sonstiges. Wir haben hier eine Tragfähigkeit von 200 Kilo auf den Dachträgern. Aha. Wir haben die Rotox Aluschienen, das heißt, hier kann ich alles drauf adaptieren. Ja, du hast die Karten schon abgemacht, super. Genau. Ja. Da kann ich wirklich alles drauf adaptieren, vom Dachzelt über einen Kanuhalter, einen Fahrradträger, da kann ich wirklich alles. Surfboard, Dachterrasse. Alles kann ich da drauf bauen. Guck mal, und hier ist auch noch richtig Stauraum. Ich habe gesagt, meine Bettwäsche ist schon drin, ich würde den jetzt wirklich anhängen. Ich wüsste ja schon mit. Da ist nicht nur die Bettwäsche drin, wir haben dir auch noch ein bisschen Zubehör mit beigelegt. Das Nötigste. Damit ich nicht verhungere, sehr gut. Aber das wäre mal eine coole Erfahrung, mit so einem Ding mal rumfahren, weil ich bin ja sehr reisemobillastig. Mich faszinieren aber die Caravans immer schon. Aber mittlerweile, glaube ich, die Zuschauer sagen, beim Tobi ist alles schön. Ja, es ist ein Schaufenster und ich wüsste selber gar nicht mehr, was würde ich mir jetzt kaufen, weil ich so viele tolle Sachen finde auf dem Markt. Wirklich so. Das ist so. Das ist einfach, man muss schon was her. Nachher die Priorität setzen. Was möchte ich letztendlich haben? Das hier ist halt wirklich ein reiner Offroad-Camper. Echt richtig hübsch und vor allem die Kippschalter, das finde ich einfach so stylisch, das ist auch Es ist stylisch und vor allem ist es praktisch, das heißt, diese Kippschalter, bin ich ganz offen, die kann man, wenn mal einer zu Bruch gehen sollte, sich in jedem Konrad oder sonstigen Elektrokatalog, das Fahrzeug ist so konzipiert, man kann hier alles selber austauschen. Wir haben hier zum Beispiel aus dem Schwerlastregal die Seitenmarkierungsleuchten, das heißt, reiße ich sie mir sogar ab, kann ich zu jeder größeren LKW-Werkstatt fahren und mit den nachbestellen. Das fährst du jetzt ja auch mal unwegsame Strecken. Das ist es. Wir haben stabile Kunststoffkotflügel, die man auch als Tritt benutzen kann. Das heißt, ich kann hier über die Felge auf den Tritt ans Dach, falls ich mal eine Dachbox oder sonstiges oder halt ein Kajak-Kanu mitnehme, dass ich wirklich auch ans Dach drankomme. Liebe Leute, beachtet aber immer, ich bin ja immer so ein bisschen der Moralapostel. Natürlich, wenn ihr euch im Offroad-Bereich bewegt, die Rechte der anderen, der Grundstückseigentümer, der Wälder, der Rehe, der Viecher im Allgemeinen und belästigt da niemand und schaut, dass das auch erlaubt ist. Nicht, dass man jetzt hier sagt, Freibrief zum Wildcamp. Nein, auf gar keinen Fall. Da kann man eine Kühlbox einbauen, sehe ich. Gell? Optional bieten wir entweder eine Kühlbox an oder eine Kompressorkühlbox, je nachdem, was man halt haben möchte. Schick. Hier ist Überfluss. Also für meine Augen genial. Ich könnte jetzt mit dir hier 3 Stunden durchbummeln. Hier sehen wir mal die Hobbyfraktion stehen. Ja, hier haben wir jetzt momentan die teilintegrierten Fahrzeuge von Hobby stehen. Einmal unseren Kabe Travel Master Royal. Das ist der angesprochene, den Sascha gefilmt hat. Ganz genau. Das ist der, den Sascha gefilmt hat. Das ist unser Crossover. Das heißt, das Fahrzeug ist 2,45 Meter breit und hat ein integriertes Hubbett, was wirklich im Dach verschwindet.
Dazu natürlich mehr in Saschas Video. Ich werde den jetzt nicht nochmal vorstellen, weil wir verstehen uns gut. Der Link hängt an dieser Stelle oben dabei. Und wunderbar. Dann guckt ihr euch das nach unserem Video natürlich gerne mal an. Das wäre super. Prima. Also die Halle ist super. Ich habe auch gestern, wir saßen ja gestern Abend noch hier, mit euch zusammen erfahren, dass ihr das ja alles auf dem alten Trägerwerk aufgebaut habt. Das ist richtig. Die Halle selber, das ganze Grundstück, war mal eine ehemalige Möbelfabrik aus den 60er Jahren. Ja. Und wir haben das ganze Gebäude hier 2019 im Oktober neu eröffnet und dann halt im Jahr 2019 kernsaniert. Das heißt, die ganzen Stahlbinder, die wir sehen, die sind alles wirklich noch alt. Die sind komplett gestrahlt worden, neu versiegelt worden und dann haben wir halt komplett die ganze Halle energietechnisch saniert. Ja, das hat halt alles mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich muss ja nicht immer alles rausreißen und ersetzen und neu machen. Die Frage ist, der Träger ist, der wird auch noch in 100 Jahren hier stehen. Genau. Also der wird nach uns noch hier stehen. Ja, ich habe auch ein Bild gesehen. Der Inhaber hat mir gestern uns gezeigt, wie das vorher aussah. Also ich habe hier in das Gelände richtig viel natürlich auch Geld investiert. Das müssen wir auch mal sehen. Geld und Manpower, genau. Wir haben einfach, uns war wichtig, wir wollten einen schönen Standort haben, weil wir verkaufen halt Erholung und Freizeit. Genau. Und Leute, die sich ein Reisemobil kaufen, erfüllen sich einen Lebenstraum und das Ganze wollen wir hier widerspiegeln. Das heißt, bei uns ist es kein Supermarkt, wo jeder Kunde gleich behandelt wird. Wir gehen wirklich individuell auf jeden Kunden ein und beraten ihn nach bestem Wissen und Gewissen. So wie das sein sollte. Das ist es. Wie man es nicht an jeder Ecke findet, aber ich tummel mich jetzt seit gestern rum, einfach wirklich... Ich sage es auch immer meinen Kunden immer gerne, ich bin in erster Tätigkeit beratend hier. Und wenn sie kaufen möchten, dann sollen sie kaufen. Aber letztendlich berate ich die Kunden gerne, ob sie jetzt wirklich ein Einzelbettfahrzeug haben möchten, ein Queensbettfahrzeug, ein Heckschläfer, ein Querschläfer. Das sind alles Sachen, das muss der Kunde entscheiden, weil er letztendlich sich seinen Traum erfüllt und viel Geld dafür ausgibt. Was eure Philosophie und auch so wie du dich jetzt gibst, hier wirklich spiegelt, das muss man sagen. Ich bin ja auch einer, wenn ich den Laden jetzt nicht kenne, dann geht man erst einmal als Endverbraucher rein, sage ich, möchte ein Wohnmobil, wen gibt es so in meiner Nähe? Oder fährt auch mal ein bisschen weiter, dann geht er auf Google und guckt mal, wen gibt's. Und eure Bewertungsphilosophie bzw. die Bewertungen eurer Kunden, top, Daumen hoch, guckt euch das mal an. So viel kann man nicht faken, sage ich immer. Das ist für ein so junges Unternehmen in der Größenordnung eine beachtliche Leistung. Das ist auch unser Schwerpunkt, dass wir sagen, die beste Werbung, die wir machen können, ist ein zufriedener Kunde. Ja. Ein unzufriedener Kunde bringt keinen weiter und deshalb versuchen wir halt immer, den Kunden zufriedenzustellen, dass er uns empfiehlt. Weil wenn einer auf dem Campingplatz steht und sagt, er war bei Reisemobil Böhm, war top zufrieden. Genau. Das ist die beste Werbung. So sieht's aus. Der Kennzeichenhalter ist am Schluss entscheidend. Sag mal zum Nachbarn, da sollst du mal vorbeischauen. Da gibt es ein paar nette Leute, die machen ihren Job gut. Es liegt ja auch viel am Service. Nicht an der Ware, wie sie rausgeht oder beim Verkauf, sondern nach der Unterschrift muss die Beziehung erst recht anfangen und weitergehen. Das ist der Aftersale muss da sein. Das heißt, wir stehen dem Kunden nach Abholung, nach Kauf auch mit Rat und Tat zur Seite. Sprich technische Fragen, Fragen zur Bedienung, was ja manchmal bei Kunden vorkommt, wenn man ein neues Fahrzeug hat. Weil letztendlich spiegelt sich die Funktion eines Reisemobils einfach durch das Wiederholen der Bedienpaneele wieder. Und ein Neufahrzeug, da hat auch nicht jeder Kunde immer sofort, sage ich mal, alle Knöpfe parat. Und deshalb, wir helfen dem Kunden auch nach dem Kauf immer gerne weiter. Ja, das merkt man auch. Ja, ich habe auch gestern so ein bisschen Kontakt gehabt zu Leuten, die hier rumgebummelt sind. Kenne auch den einen oder anderen, der bei euch schon was gekauft hat. Also ich muss ja auch immer so ein bisschen die Kappe aufsetzen für die Herrschaften, für die ich filme oder für die Firmen, für die Frauschaft, muss man heutzutage auch schon sagen. Aber das macht man gerne, weil man das Gefühl hat, es passt. Ich kann ja auch nicht für alles gerade stehen, was nachher der Betrieb macht, das ist auch klar. Aber dieses Miteinander formt dann eine Gruppe von Händlern und Partnern, die in die gleiche Richtung ticken. Und das kann nur der Service sein. Das ist es bei uns. Wie gesagt, ihr könnt uns entweder per Telefon, per E-Mail erreichen, Corona-bedingt auch momentan über einen Videocall. Wenn ihr es nicht schafft, aus unserer Region halt einfach mal über einen Tag oder über die Woche hinzukommen. Ja. Wir bieten halt die Möglichkeiten auf allen Wegen an, sei es telefonisch, per E-Mail oder wie gesagt, per Videocall, dass man sagen kann, wir zeigen euch das Fahrzeug, wir erklären euch das Fahrzeug. Und Corona-bedingt versuchen wir halt unser Bestes momentan hier zu leisten. Ganz und bei Fragen, Telefonannahme, richtig. Man wird ist ja nicht so einfach. Das ist es. Das haben wir ja gelernt, Gott sei Dank. Durch Corona haben wir ein bisschen mehr Digitalismus. Ist Digitalismus wieder ein Wort, das ich kreiert habe? Digitalismus, Gottes Willen. Wir werden jetzt diesen ersten Teil der Betriebsführung mal beenden. Wir behalten uns noch ein bisschen was im Background. Hinter mir gibt es nämlich eine tolle Kastenwagenhalle. Die seht ihr beim nächsten Mal mit Sicherheit. Genau, seid gespannt. Seid gespannt, da geht es nochmal richtig ab. Da werden wir auch viele Einzelmodelle zeigen. Hier steht natürlich noch Movio, Mobilwetter haben wir gerade gesehen. Und jetzt werden wir beide uns um diesen schicken Kerl, junge Dame, keine Ahnung, ein geiles Teil. Ich zeige euch jetzt mal die Länge. Ein wunderschöner Kabel, wie ich finde. Wir haben einen Dreiachser. Das ist unser Krone 810 LGB. Als voll integrierter auf Sprinterbasis
5,5 Tonnen Automatik, volle LED-Scheinwerfer. Frisch vom LKW gefallen. Zum Glück nicht gefallen, abgeladen, genau. Den Spruch kennen die Leute schon. Das ist gut. Im Handel so, dass man das sagt. Ja. Aber ihr seht, er ist unbeschädigt. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich danke dir, ich bin echt begeistert. Und wir ziehen uns den jetzt miteinander kurz rein. Gerne doch. Klasse, danke. Bis gleich. Ich habe zu danken. Bis gleich. Crown i810 LGB. Dranbleiben, einschalten, Abo dalassen, Like hochhalten. Instagram auch bitte von Reisemobile Dülmen abonnieren. Und hinten dran hängt noch der YouTube-Kanal, den ihr auch selber ins Leben gerufen habt. Richtig, wir machen auch selber kleine YouTube-Videos für den Verbraucher. Und finde ich immer geil. Ich stehe da drauf, wenn die Leute YouTube-Videos machen. Bis gleich.